06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Dominik Lahn, alle Hüte, die ich heute hätte, würde ich vor euch ziehen. Ihr habt überragend gegen einen Bundesligisten gekämpft. Das hat sich auf dem Platz wahrscheinlich genauso angefühlt, oder? Ja, vielen Dank erstmal. Sehe ich auf jeden Fall genauso. Also ich glaube, die hatten es richtig schwer hier heute. Wir können uns da, glaube ich, jetzt keinen Vorwurf machen, auch wenn wir natürlich sehr gerne weitergekommen wären. Aber haben auf jeden Fall alles investiert und waren sehr nah dran, glaube ich. Und können, glaube ich, trotzdem stolz auf uns sein. Hatte man auf dem Platz auch einfach irgendwann das Gefühl, ey, hier sind gar nicht so viele Ligen dazwischen, wie es eigentlich sein müsste? Ja, ich glaube, wir haben ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Auch mit dem frühen Gegentor ist natürlich ärgerlich. Aber ja, haben da ein paar Schwierigkeiten gehabt, auch in die Zweikämpfe zu kommen. Sind am Anfang, glaube ich, ein bisschen zu viel hinterhergelaufen. Aber dann würde ich fast behaupten, hat man kaum einen Unterschied gesehen, auch wenn ein paar Ligen dazwischen sind. Waren wir gut in den Zweikämpfen, haben auch viel Ballbesitz gehabt, gut unser Spiel aufziehen können. Und ich glaube, man hat dann relativ schnell keinen großen Unterschied mehr gesehen. Wie war es auch für dich persönlich? Ich meine, 11.000 Zuschauer im Preußenstadion gegen den Bundesligisten. Du bist in den letzten Wochen reingerückt, heute eine super Leistung. Aber wie war es für dich? Ja, was ganz Besonderes, definitiv. Gerade weil der Saisonstart für mich ja mit Spielzeit eher nicht optimal lief, sage ich mal. Ganz klar ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Auch definitiv das Größte, was ich so bisher hatte. Sehr schönes Erlebnis. Und wenn man das dann ja auch selbst mit so einer guten Leistung mitnehmen kann, da kann man sich dann heute Abend auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Ja, nehme ich gerne so an. Danke. Ich bin auch soweit zufrieden und glaube, dass ich schon auch stolz auf mich sein kann. Gerrit Wegkamp, das war wieder eine ganz große Leistung auf der großen Bühne, nah dran an der Sensation. Trotzdem natürlich ärgerlich, wenn es am Ende nicht klappt, trotz so einer Leistung. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, der Spielverlauf hat uns nicht in die Karten gespielt. Ist natürlich losgegangen, wie man sich das überhaupt nicht vorstellt, in so ein Spiel reinzugehen, frühes 0-1 zu kassieren. Aber wir sind wieder aufgestanden, wir haben uns auf das besinnt, was wir sehr, sehr gut können, und das ist unser Spiel durchzuziehen. Das ist uns dann mit dem 1-1 auch sehr, sehr gut gelungen, und natürlich dann kurz vor der Halbzeit die gelb-rote Karte hat uns mal wieder nicht in die Karten gespielt. Aber auch dann zweite Halbzeit, wie wir rausgekommen sind, wie wir weiter was für das Spiel getan haben. Ja, ein großes Kompliment an die Mannschaft, aber an dieser Messlatte dürfen wir uns auch messen lassen jetzt. Aber man muss es ja wirklich sagen, ihr wart in Unterzahl, habt ein frühes Gegentor weggesteckt. Wie habt ihr das gegen den Bundesligisten so stark auf den Platz bekommen? Ja, was ich gerade gesagt habe, das haben wir auch vor dem Spiel gesagt, wir wollen unser Spiel spielen und nicht deren Spiel, sondern klar hätten wir uns hier komplett hinten reinbauen können, aber das ist nicht unser Spiel, und das bringt dann auch nichts in so einem Spiel, das irgendwie rein zu versuchen, sondern ja, wir haben versucht, das Spiel, das Heft in die Hand zu nehmen. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, zumindest bis zur gelb-roten Karte, aber auch danach, selbst danach noch. Und ja, sehr, sehr ärgerlich, dass wir dann vor allem ein Gegentor nach dem Einwurf bekommen, was halt sehr, sehr, sehr unglücklich ist. Aber ja, ich glaube, am Ende hat man dann auch gemerkt, dass ein bisschen die Kräfte dann geschwunden sind. Aber ja, wer weiß, wenn das Tor nicht gefallen sind, aber es ist müßig, darüber zu reden. In Unterzahl ja irgendwann dann auch ein Stück weit verständlich. Aber wie war es dann auch nach dem Spiel in die Kurve gehen? Ich meine, das Stadion war heute auch Wahnsinn. Es passte beides auf einer Höhe zusammen. Nein, ein ganz großes Kompliment an die Fans, an den Verein, was hier auf der Bühne gestellt worden sind. Ich habe gerade schon gesagt, weil jetzt gesagt wurde, dass wir das Hauptaugenmerk auf die Liga haben. Das hatten wir, glaube ich, die ganze Zeit. Diese Spiele, das sind Bonusspiele. Da werden wir jetzt dieses Jahr im Westfalenpokal wieder alles dafür geben, dass wir diese Bonusspiele wiederholen, weil dieser Verein hat das einfach verdient. Und das hat man heute gesehen, dass das unfassbar viel drinsteckt hier. Sascha Hildmann, da muss man euch, dir, allen ganz, ganz große Komplimente machen für das, was die Mannschaft da heute auf den Platz gebracht hat. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Ich glaube, dass jeder, der das Spiel gesehen hat, gemerkt hat, wie viel Leidenschaft heute die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat und was für ein gutes Spiel wir auch gemacht haben. Mir tut es unwahrscheinlich leid. Trotzdem, glaube ich, kann jeder Münsteraner sehr stolz heute auf die Preußen sein, und deshalb überwiegt er ganz klar der Stolz auf die Truppe. Wie hat die Mannschaft das auch verpackt, eben so viele Rückschläge eben so gut wegzustecken? War natürlich der erste Nackenschlag mit dem 1-0 relativ früh. Trotzdem waren die Jungs sofort parat, haben sich ein bisschen geschüttelt, sind dann reingekommen. Ich glaube, wir haben echt einen guten Fußball gezeigt auch. Machen verdient das 1-1, und natürlich dann greift der Schiedsrichter das Spiel ein, zeigt eine gelb-rote Karte, Schwalbe hin oder her. Also ich bin der Meinung, es ist keine Schwalbe. Er wird leicht touchiert, auch wenn viele das anders sagen. So eine kleine Berührung. Er steht auch direkt wieder auf, der Remberg, und das nervt mich dann einfach, dass man dann mit einer gelb-roten Karte so ein Spiel beeinflusst, weil es war eigentlich nicht notwendig. Es hätte keiner was gesagt, wenn er weiterspielen lässt.
Was hast du der Mannschaft in der Pause mit auf den Weg gegeben, dass sie eben auch in Unterzahl so mutig und ja, wirklich, man hatte nicht das Gefühl, man war in Unterzahl. So ist es. Wir wollten genauso offensiv weiterspielen, Druck ausüben. Dieses hinten reinstellen ist nicht unser Spiel. Ich glaube, das hat man noch gemerkt und das war eine ganz, ganz tolle Leistung. Jetzt muss es die Kunst sein, diese Leidenschaft, dieses Feuer am Freitag wieder so auf den Platz zu bekommen? Dafür werden wir schon sorgen, das kriegen wir hin.